Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Simon, und ja, heute ein ganz spezielles Video, auf jeden Fall sehr spontanes Video. Und zwar geht es um ein wieder neues Bike. Gleich mal vorweg, das Specialized Levo, das gehört jetzt meinem Vater. Also er fährt jetzt das. Das wird hier wahrscheinlich nicht mehr auf dem Kanal erscheinen. Genau, ganz einfach aus dem Grund, weil mein Vater das jetzt gehört und ich habe ja ein neues Bike jetzt für euch. Und ich würde gerne natürlich das neue Bike präsentieren und mit dem neuen Bike fahren. Und genau, erstmal, ich sage euch gleich, was es für ein Bike ist. Und zwar davor noch, ich habe es auch gebraucht gekauft, also nicht neu, aber sehr, sehr gut gebraucht. Damit wurde wirklich ganz selten nur gefahren. Man sieht echt fast keine Kratzer. Also es ist echt der Hammer. Das Ding ist mega gut noch im Schuss. Und es ist einfach fucking geil. Es ist einfach eine richtig, richtig geile Maschine. Genau. Ich sage euch gleich mal vorab, es ist die gleiche Marke wie das Downhill Bike. Und zwar habe ich mir gekauft das Common Cale Meta Power. Die Race-Version, also die Top-Ausstattung, genau, aber nicht die neuen, sondern das 218er Modell, also schon ein bisschen älter, aber richtig geiles Teil. Ist noch mit dem Shimano Steps E8000 Motor und mit dem Akku, wo oben drauf sitzt. Genau, ich zeige euch das. Es hat eine ultra geile Farbe und es sieht einfach ultra geil aus. Let's go. Schau dich mal dieses Teil an. Ich laufe gerade mal hier hoch. Hier steht es Megabike. Ich hoffe, hier die ganzen Fliegen gehen klar. Genau, das hier ist das Bike. Zieht euch erstmal das Bike rein. Wirkt erstmal rein, das Ding. Sehr, sehr geil. Mega, mega geil, das Teil. Genau, dann fangen wir mal an mit den Parts bzw. Bike Check von dem Bike. Genau, das Common Cale Meta Power 218 Race Version, 27,5 Zoll. Genau, hat 70 Newtonmeter und 400, nee, 504 Wattstunden Akku. Von Shimano, kann ich das Ganze mal zeigen hier. Genau, hier nochmal der Beweis. Meta Power. Genau, wir fangen, denke ich mal, vorne an. Mit der Gabel, das ist eine RockShox Lyric. 160 mm Federweg. Genau. Saugeiles Ding, taugt mir mega. Funktioniert top. Ja, was so eine Federgabel machen soll. Dann haben wir vorne die SRAM Guidescheibenbremsen, die, ich muss gerade mal schauen, ja, 200er Scheibe vorne, dann den Code Bremssattel drauf. Genau. Dann haben wir die, vorne und hinten haben wir die Maxxis Minion DHR2 oder DHF, muss man schauen. Ja. Minion DHF2, genau, 27,5 Zoll, 2,5. Ja, auch mega geile Reifen, sehr geiler Grip. Darunter haben wir die Spank Ozu oder wie man die auch nennt. Bitte korrigiert mich da in den Kommentaren, wenn es falsch ist. Die 395 Plus. Genau. Tubeless fahre ich natürlich, vorne und hinten. Ja, die Milch weiß ich jetzt nicht genau, was es für eine ist, sonst könnte ich die euch auch noch sagen, aber genau. Dann gehen wir mal weiter hoch zum Cockpit. Genau, wie schon gesagt, die SRAM Code Bremsen drauf, vorne wie hinten. Die Aragon G1 Griffe. Dann haben wir den Shimano Steps hier. Das Display davon und hier den Shifter dazu. Mega geil, dass man hier auch schön wie ein Schalthebel das Klicken hat.
Genau, dann den RockShox Reverb. Shifter hier zum Drücken, Sattelstütze. Dann haben wir hier den SRAM GX 12-fach Trigger. Dann haben wir den, ich muss gerade mal schauen, was für ein Lenker. Das müsste ein Alpine oder was ist sein da? Warte mal. Alpine, ja. Also auf jeden Fall die Marke, wo Common Cale die ganzen Vorbau, Lenker und Parts hat. Genau, der hat 780 mm Länge. Dann haben wir den Vorbau noch davon. Genau, eigentlich geiles Ding. Geiles Setup, gefällt mir bis jetzt mega. Ja, der Steuersatz ist ebenfalls ein Ken Greig ist das. Genau, auch mega geiler Steuersatz. Ja, gehen wir mal weiter runter. Der Akku Shimano Steps E8000, 504 Wattstunden Akku, hält was er verspricht. Und genau, dann haben wir hier den RockShox Dämpfer. Das müsste der, ach du Jemine, ich weiß gerade im Moment gar nicht, ich habe es mal auf dem Schirm gehabt, aber auf jeden Fall den Coil. Der hat die Maße 210 mal 55, glaube ich, ein Hub. Müsste ich jetzt mal nachschauen, aber ich glaube, müssten die Maße sein. Mit einer 350er Feder. Ja, taugt mir auch mega geil, eben zum Verschließen und Öffnen. Genau, dann zum Sattel. Sattel ist ein Selle Italia Sattel, ein X3. Ja, ist mega bequem, finde ich. Passt ganz gut zum Rad. Genau, die Sattelstütze, eben die Reverb von RockShox, hat einen 150er Hub. Genau. Dann gehen wir mal weiter zu den Kurbeln. Das sind Shimano-Kurbeln. Pedale sind von Flow. Ja, da hat mich nämlich einer mal in den Kommentaren vor kurzem gesagt, dass die nicht FLW heißen, sondern Flow. Oder Fun, oder nee, die heißen Fun. Fun, genau. Oh Mann, genau. Ja, das sind auf jeden Fall die Flat Pedals von denen. Gefallen mir auch mega, habe ich auch mega Grip dazu. Bin ich noch nie gefahren von der Marke, die Pedale, sonst immer nur Crank Brothers oder Acid von Cube. Ja, genau. Dann eben der Laufradsatz von Spank, logisch. Freilauf auch, Narben, alles. Dann haben wir die neue Schaltgruppe drauf, die GX von SRAM. 12-fach, taugt mir mega, ballert schön die Gänge rein. Genau, das Kettenplatz ebenfalls von SRAM. Die Kettenführung weiß ich jetzt gar nicht, was es ist. Könnt ihr mal Kommentare schreiben. Ja, ansonsten ein mega, mega geiles Bike. Gefällt mir optisch und auch fahrerisch ultra. Genau, 27,5 Zoll, Rahmengröße M. Ja, also das Ding scheppert ganz schön auf dem Trail. Also ich bin bis jetzt einen Trail gefahren und ja, schau ich gerade mal um. Bin bis jetzt einen Trail gefahren und das Bike läuft so schnell, das ist unnormal. Also wirklich. Das Bike ultra schnell auf dem Trail. Genau, aber da gibt es natürlich Videos dazu. Also ich filme jetzt da noch mal ein paar Trails natürlich, wie ich das ganze Bike teste. Und ja, genau, Reifendruck fahre ich glaube 2 bar vorne und hinten. Und genau, falls das jemand noch interessiert. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen gerne Daumen nach oben da und abonniert mich fleißig weiter. Und ja, seid gespannt auf den Test, so wie ich auch von dem Bike. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.